Menschen da draußen. Wir schauen heute mit großer Zuversicht, aber auch aus einem ganz objektiven und charttechnischen Blickwinkel auf den Coin Ethereum US-Dollar. Das heißt, wir analysieren heute gemeinsam anhand von markanten Leveln des Chartes sowie aus psychologischer Sicht den Ethereum-Chart. Das wird der Beginn einer Reihe werden bei mir auf YouTube. Ich werde nämlich versuchen, jeden Tag eine Ethereum-Chart-Analyse hochzuladen. Das heißt, wenn ihr den Chart genauso extrem verfolgen möchtet, wie ich es tue, dann könnt ihr gerne reinschalten. Lasst eine Reaktion da. Lasst vielleicht, wenn ihr den Content feiert, ein Abo da. Ich werde mich gleich durchhangeln vom wöchentlichen auf den täglichen Chart. Dann werden wir in den 4-Stunden-Chart reingehen und dann zu guter Letzt auf den Stunden-Chart eingehen. Ich werde auch am Ende des Videos den Bitcoin-Chartverlauf einmal über diesen Chartverlauf von Ethereum legen, um dann einfach mal zu schauen, was sind die möglichen Ziele, was kann Ethereum in der nächsten Zeit erreichen, wenn man davon ausgehen kann, dass der den gleichen oder ähnlichen Chartverlauf wie der Bitcoin nehmen würde. Das heißt, ich bin gespannt, auf welche Zahlen wir am Ende kommen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, ihr habt es mir gerade schon angeschaut, die Zahlen sind sehr vielversprechend. Das alles sind natürlich nur Meinungen, das ist keine Investmentberatung, das heißt, ich will euch da nicht in die Karten mischen. Macht das, was ihr für richtig haltet, ich versuche euch nur vielleicht noch eine Gedankenstütze zu geben. Ja? In der nächsten Zeit werden auf jeden Fall Videos kommen, also bleibt dabei auf jeden Fall. Wir sind im Weekly Timeframe, das heißt, wir schauen uns einfach mal rein charttechnisch an, was der Chart in der letzten Zeit, ich werde nicht auf die Zeit von vor 3 Jahren eingehen, sondern hauptsächlich auf die Zeit von vor einem Jahr bis jetzt. Und wir gucken einfach mal, was der Chart so oder der Coin dann so an Bewegungen mitgenommen hat. Rot bedeutet bei mir immer Widerstandszone und grün bedeutet bei mir immer Unterstützungszone. Eine Widerstandszone wird natürlich zur Unterstützungszone, sobald die berührt und bestätigt wird. So, wir fangen im März 2020 an. Der Chart ging oder der Coin hat hier an Wert gewonnen in einer Art Aufwärtsbewegung und nimmt hier ganz große Kursgewinne mit. Das heißt, wir sind hier in einem übergeordneten wöchentlichen Trendverlauf, wenn man markttechnisch traden möchte. Wir haben einen ganz, ganz cleanen und gesunden Aufwärtstrend. Der Preis brach hier die Widerstandszonen, die beiden hier, hat dann aber auch gleichzeitig an diesen Zonen selbst hier und da, hier müsste ich die Zone normalerweise ab hier grün einzeichnen, hat dort Unterstützung gefunden und der Preis, der ist in die Luft gestiegen. Wir haben hier das Allzeithoch, das wurde hier auf wöchentlicher Basis, ich mache mal kurz den Chart im Hintergrund weg, wurde hier auf wöchentlicher Basis berührt, die Unterstützung darunter gefunden, gebrochen und dann von oben wieder berührt, nachhaltig über diesem Allzeithoch getradet und der Preis brach dann hier die Marke und ging immer weiter hoch. Im Daily Timeframe sehen wir, wenn ich einmal hier diesen Chartverlauf entferne, genau, sehen wir einen ganz cleanen und proportionalen Aufwärtsbogen, das heißt wie beim Bitcoin und ähnlichen Kryptowährungen, eine ganz gesunde Chartfolge oder eine Chartmusterfolge und auch hier eingezeichnet die einzelnen Widerstandszonen. Das ist das Allzeithoch, von dem wir gerade gesprochen haben, der Preis, der berührte dieses Hoch, da war es noch eine Widerstandszone oder ein großer Widerstand. Hier war klar, da kommt eine Reaktion, der Markt wird schon zeigen, in welche Richtung es dann weitergehen wird. Zunächst hat man gedacht, okay, das Allzeithoch wurde berührt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwo ein Retracement. Das wurde dann hier gefunden an dieser Trendlinie, die hier unten begonnen hat, die hier bestätigt wurde und dann im Anschluss des Öfteren berührt wurde und an dieser der Kurs dann abgeprallt ist. Wir sehen hier eine Art Stauchung des Marktes, das heißt, der Markt, der ist hier an das Allzeithoch gekommen, wurde heruntergedrückt, das heißt, hier sind einige Käufer rausgegangen, dort hat man Gewinne mitgenommen und hier haben wir dann wieder Käufer gefunden, die den Preis dann immer weiter in diese Zone bewegt haben. Wir haben hier ein Auf und Ab generiert, das heißt, über diesem Allzeithoch wurde getradet, nachhaltig getradet, ist eine Art Channel entstanden und der Preis brach aus diesem Channel aus und wir sehen jetzt hier auch, ne, auch in Betracht der Flaggenformation. Eine Flaggenformation sieht so aus. Wir haben einen Push und dann bewegt sich der Preis an höheren Lows in die Richtung des vorherigen Highs und dann wird eine Art, wenn man so möchte, Flagge zu sehen sein und danach bricht der Preis hoffentlich auch nachhaltig nach oben hin aus. Das haben wir hier im Daily Timeframe ganz gut gesehen. Der Preis ist hier aber auch an einen Widerstand angekommen, den ich jetzt im 4-Stunden-Chart euch gleich zeige, und dann da durchgebrochen.
Wir gehen auch, um keine Zeit zu verlieren. Ich versuche das alles immer sehr kurz und knapp und zusammengefasst euch einfach mal darzustellen. Gehen wir in den 4-Stunden-Chart. Im 4-Stunden-Chart, die Widerstandszone, die ich gerade beschrieben habe, das heißt, wir haben die Flaggenformation in Verbindung mit der Widerstandszone, welche dann jetzt in der folgenden Zeit zu einer Unterstützungszone wird. Das heißt, wir brechen hier diesen Bereich, wir gehen hoch, traden über diesen Bereich nachhaltig und ich, meiner Meinung nach, würde eigentlich einen Test dieser Zone erwarten. Das heißt, also ich bin grundlegend immer ein Fan davon, dass wenn Widerstände gebrochen werden, diese auch wieder angetestet werden. Das könnte erstmal bedeuten, auf der einen Seite natürlich, dass der bullische Verlauf fortgeführt wird. Das heißt, die Käufer sind sehr, sehr stark in diesem Moment, die lassen gar nicht erst einen Test zu, obwohl der Test getestet wurde, auch nicht schlecht. Aber es könnte bedeuten, dass diese Zone noch getestet wird in naher Zukunft. Das heißt, wir könnten hier möglicherweise, wenn man jetzt ich weiß nicht, im Daily Timeframe nochmal reinschauen würde, hier so einen Verlauf sehen. Das heißt aber gleichzeitig, wir müssten zwanghaft einen Bruch dieser Trendlinie hier sehen, was natürlich wieder gefährlich wäre, denn wenn dieser Chart dann hier unter dieser Trendlinie konsolidieren sollte, könnte es nämlich sein, dass wir hier mit weiteren Verlusten rechnen können. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass er hier diese Trendlinie bricht für eine kurze Zeit, dann aber auch sofort wieder hochspiked, die dann wieder akzeptiert und hoch hinausgeht. Ich für meine Sicht halte möglicherweise folgenden, ich mache das mal hier weg, so, folgenden Chartverlauf für möglich. Ja, ich versuche euch immer so eine Art kleine Prognose zu bieten, was ich mir vorstellen könnte. Im 4-Stunden-Chart bin ich noch cleaner, das heißt, ich sehe den Chartverlauf besser als im Stundenbereich. Wir gucken gleich nochmal in den stündlichen Chart, aber was wir hier ganz klar sehen können, ist, dass hier ein Channel gebildet wurde, hier wurde getradet, dann wurde der Preis hier gebrochen. Wir traden jetzt über diesen, guter Voice Crack auf jeden Fall, über diesen Bereich und ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt hier fortführen könnte und wir dann hier diese Trendlinie vielleicht nochmal testen, nochmal hochgehen, den Bereich antesten und dann nach oben hin rausgehen und möglicherweise mit Hilfe dieser Trendlinie dann in eine Art Flaggenformation, erneute Flaggenformation kommen und das dann der große Push in Richtung Chartverlauf Bitcoin gehen könnte. Auf der anderen Seite den bullischen Chartverlauf, den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier weitergeht, dass diese Zone hier möglicherweise bestätigt bleibt und dass es dann zu einem Push kommt. Das heißt, grundlegend bin ich im wöchentlichen Chart, im Daily Timeframe und im 4-Stunden-Chart, so wie jetzt im stündlichen, ich zeige euch das kurz, wir haben hier einen Channel gebildet, der des Öfteren schon bestätigt wurde, sind wir in einem bullischen Aufwärtstrend oder in einem Momentum, wie man es auch gerne sagt. Befinden wir uns also in diesem, solange wir uns hier noch in diesem Channel befinden, könnte ich mir vorstellen, dass es zu weiteren Kursanstiegen kommt. Wie gesagt, diese Möglichkeit nach unten hin auszubrechen, hier sind noch einzelne Zonen, die man jetzt noch testen könnte, aber die dann natürlich immer noch ja, ein bullisches Signal haben. Das heißt, nachkaufen werde ich auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist reine Meinung, keine Investmentberatung. Macht das, was ihr für richtig haltet. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Ich werde versuchen, jetzt alle 2 Tage bzw. jeden Tag eine Ethereum-Analyse zu zeigen. Das ist jetzt quasi der Grundbaustein. Ich werde jetzt nochmal auf den Bitcoin-Verlauf kommen. Dazu mache ich diesen wöchentlichen Chart auf und dann gucken wir uns einfach mal an, wie der Bitcoin verlaufen ist, der Preisanstieg. Wir haben ähnlich wie beim Ethereum hier den Spike, ähnliche Chartbewegungen. Der Ethereum-Chart, der hat hier so einen Bogen genommen und der Bitcoin hier zwar diesen Einbruch, aber im Grunde und Ganzen, wenn man sich die ganzen Spikes anguckt, ist es recht ähnlich. Nur, dass der Bitcoin dann quasi eine Etage höher getradet hat und quasi in diesem Channel hier sich irgendwo konsolidiert hat. Aber dann der Push. Das heißt, das nächste Kursziel sehe ich auch so ungefähr bei 2500 Dollar. Das ist auch eine psychologisch gute Marke. Dann halten sich vielleicht so ein paar mehr Leute auf, die dieses Kursziel so ein bisschen das Doppelte vom 1200 wie das vorherige hoch, dass man da vielleicht sein Kursziel sucht. Aber danach weitergehend wäre es möglich, hier ganz hohe Kursziele zu suchen im Bereich der 3600 bis 4000er Marke. Es ist natürlich noch sehr, sehr viel drin. Aus diesem Grund bin ich grundsätzlich erstmal bullisch eingestimmt. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis zum nächsten Video und ciao und bis bald.